Habt ihr Lust auf ein sehr cooles neues Action-RPG? Dann ist vielleicht Drover was für euch und das zocken wir heute gemeinsam. Ich habe es einfach schon mal als cool so jetzt tituliert, obwohl ich gar nicht weiß, ob ich es cool finde, weil ich es noch gar nicht gespielt habe. Aber es hat auf jeden Fall sehr gute Bewertung bekommen auf verschiedensten Plattformen. Wir machen ein neues Spiel, lassen uns völlig unbedarft da reinschmeißen und es fängt an, und das gefällt mir gut, mit einem eigenen Charakter. Denn es spielt sich immer direkt sehr viel immersiver, wenn man weiß, das bin ja ich, das ist ja mein Charakter. Was haben wir hier? Körperbau. Okay, männlich, weiblich, Hautfarbe, können wir verschieden so durchskippen. Stimme. Oh. Finde ich gut. Machen wir. Andenken. Was? Du bist stets vorbereitet und hast einen kleinen Bestand von Heilmitteln bei dir. Die Essenz des Lebens durchströmt diesen Ring. Du hältst etwas mehr aus. Du verlässt dein Haus nie ohne deinen Münzbeutel. Du schätzt körperliche Stärke. Dieser Ring unterstützt dich dabei. Gelegenheit macht Reichtümer. Und manchmal muss man sich selbst Gelegenheiten schaffen. Okay, was ist das? Ein Brecheisen oder ein Golfschläger? Keiner Ending. Was halten wir davon? Heilmittel ist doch eigentlich eine gute Geschichte, oder? Dann heißt unser Held natürlich Wilbald. Wie sich das gehört. Heißt Wilbald und Aussehen. Ja, er soll natürlich eine vernünftige Frisur haben. Die Frisur mag ich. Weiß auch nicht warum. Vielleicht einfach wirklich auch so lange Haare, oder? Sowas hier. Wie viele Frisuren gibt's denn da? Alter Schwede. Schon mal 28. 30? 31? Das gibt's doch gar nicht. So, jetzt geht's von vorne los. Ich finde, wir machen einfach hier so diese hier. Haarfarbe. Ich glaube, dass schwarz oder so rot bei so Pixel am besten ist. Jetzt kommen wieder so alberne Farben. Nee, das will ja kein Mensch. Komm, wir bleiben bei Verzierungen. Ugh! Nee, bin ich ja kein. Ich bin nicht so Fan von Verzierung. Huh? Der hat keine Blume. Eine Sonnenbrille! Ja, okay, das ist natürlich. Und es ist hier eine Blume im Haar. Ja, okay, das finde ich dann vielleicht doch ganz lustig. Eine Blume im Haar. Was ist das? Sollte das ein Bart sein? Nee, Bart kommt noch. Sonnenbrille und Blume im Haar. Was noch? Was ist das andere? Das erkennt man nicht so gut, ne? Was ist das? Ich weiß nicht, was das alles ist. Okay, wir kriegen... Ja, come on. Wir kriegen auf jeden Fall einen schönen... Oh, der Bart ist ganz gut. Sehr langer Bart. Was halten wir von so einem... Oh, eine Schnurre finde ich ganz geil. So. Ach, das ist eine Augenklappe, ne? Das ist gar kein... Ah, okay, das ist eine Augenklappe. Bartfarbe. Ja, das ist ja albern. Komm, einen roten Bart. Ergibt gar keinen Sinn. Okay, Spielmodus klassisch. Nee, wir machen klassisch. Kein Schnörres? Nee, ist kein Schnörres, keine Sorge. Kann man mit der... Oh ja, man kann sogar ranzoomen. Das ist ein sehr guter Hinweis. Was sagt ihr? Passt das mit der Bartfarbe und mit der Haarfarbe zusammen? Oder muss man da nochmal an die Haarfarbe ran, weil das sonst keinen Sinn ergibt? Nee, so diese ganz bunten Sachen mag ich nicht. Hässlich, sagt Jenny sagt hässlich. Es ist hässlich. Ich hasse es. Nee, der bleibt jetzt so. Let's go. Wähle deinen Speichermodus. In Drover hast du mehrere Möglichkeiten, einen Spielstand zu speichern. Im klassischen Modus kannst du jederzeit auf verschiedene Spielstände speichern. Wählst du den Modus Eisern, speicherst du das Spiel automatisch. Manuelles Speichern ist in diesem Modus... Nee, wir machen klassisch, komm. Wir wollen jetzt ja auch nicht übertreiben. Spiele ich jetzt mit Pad oder wie spiele ich jetzt? Das Leben ist hart. Jedes Korn muss mit Schweiß und Blut dem Boden abgerungen werden.
Jeder Winter reißt viele von uns in den Tod. Doch als unsere Krieger vom Raubzug zurückkamen, brachten sie eine neue Hoffnung mit. Neben Schätzen und Nahrung hatten sie noch etwas Besonderes gefunden. Es leuchtete rot und zog die Blicke aller Umstehenden auf sich. Es war ein Kristall, verziert mit uralten Runen und erfüllt mit magischer Macht. Unsere Druiden fühlten es. Sie nahmen ihn an sich und ließen niemanden sonst den Kristall auch nur sehen. Aus ihrem heiligen Hain drangen nur wenige Wortfetzen zu uns. Drova, das Land der Sagen, Nemeton. Die Anderswelt Drova, ein Ort des Friedens, wo niemand hungert, wo alle in der Stadt Nemeton im Einklang mit den Göttlichen leben. Hat dieser Kristall wirklich etwas mit Nemeton zu tun? Du siehst, wie sich zwei Fackeln vom Dorf entfernen. Ein roter Schimmer begleitet sie. Die Druiden Meron und Venia trauen sich um diese Zeit in den Wald. Ganz alleine? Mhm. Was haben sie vor? Du entscheidest dich, ihnen zu folgen. Okay, Klesk sagt, man kann sowohl mit Tastatur als auch mit Pad gut spielen. Das Pad ja, glaube ich, hier angeschlossen. Soll ich mal probieren? Ich spiele mal mit Pad erstmal. Klar! Wir sehen cool aus, erzählt mir nichts. Oh, was war, da ist irgendwas. Oh. Was habe ich jetzt gemacht? Ah ja, so schlage ich. Wir laufen den hinterher. Oh geil, so trete ich. Die Welten berühren sich, wir sind nah, sagt Meron. Du hattest recht, es funktioniert, das müssen wir den anderen berichten. Die werden Augen machen, sagt Fenja. Ob es wirklich funktioniert, werden wir erst wissen, wenn wir wirklich eine Verbindung zu Drova aufbauen. Ist das nicht gefährlich? Wir müssen es wagen, nur so können wir sicher sein. Oh. Oh. Warte, ich komme. Let's go. Aktiviere den Untersuchungsmodus, indem du R3 drückst. Ah, damit kannst du hinter Objekte oder durch den Nebel schauen. Okay. Ah, aha. Da werde ich bestimmt Loot aufspüren können. Da ist ein Pfad, aber ich will natürlich erstmal links und rechts und oben und unten einmal schauen, aber wir gehen dem Pfad hinterher. Wenn du dich genauer umschaust, kannst du Dinge entdecken, die sonst nicht sichtbar wären, zum Beispiel Fußspuren. Ja, gut zu wissen. Gibt es denn eigentlich einen Grund, das auszuschalten? Warum sollte man das nicht dauerhaft offen lassen? Diese Funktion ist doch sehr nützlich. Wo sind die lang? Im Nebel. Oh, hier ist was. Huch. Aber hier geht's weiter. Hier sind Irrlichter. Seltsamer Boden. Da geht's weiter. Wenn ich das ausmache, sind die weg, ne? Ja. Oh, da bin ich aber schneller. Ah, verstehe, ich bin langsamer. Ah, okay. Dann tippel ich nur. Das ist quasi dann Gehen aktiviert. Ah ja. Wo sind jetzt hier die Fußspuren? Okay. Oh, was war das? Das war unter mir, glaube ich, links. Nein, Meister. Wir hätten umkehren und niemals hierher gehen sollen. Du hast sie vertrieben, Meister Meron. Bitte, du darfst jetzt nicht sterben. Oh, okay, jetzt kann ich sogar Dialoge auswählen. Fenja, geht's dir gut? Ist Meister Meron tot? Scheiße, was ist denn hier passiert?
Ja, ehrlich gesagt, scheiße, was ist denn hier passiert, ist das, was mir am ehesten einfällt. Was, wer? Wilbald, du hättest uns nicht folgen dürfen. Und bist auch du verdammt, wie wir. Die Geisterwesen werden uns töten. Was sind das für Kreaturen, Geisterwesen? Sie haben uns angegriffen, als wir den Nebelpfad betreten haben. Meister Maron hat sie vertrieben, sie zurück in den Nebel gedrängt, seine Lebenskraft gegeben. Und jetzt? Ich spüre die Geisterwesen, sie lauern im Nebel, sie werden zurückkommen. Wir müssen zurückgehen, sonst werden wir auch hier sterben. Schnell, wir müssen weitergehen nach Drover. Was tun wir jetzt? Ich würde sagen... Das Spiel heißt Drover, also gehen wir nach Drover. Du hast recht, wir haben keine andere Wahl. Das sind die Nebelpfade. Nur ein Göttlicher kann uns hier rausholen. Ich weiß nicht, ob wir es bis dorthin schaffen, aber es ist der einzige Weg. Hast du gehört? Die Geisterwesen sammeln sich. Schnell kommen. Let's go! Vergib mir, Meister Maron. Ich werde den Kristall nach Drover bringen. Wir müssen unser großes Ziel verfolgen. Seine Waffe, er braucht sie nicht mehr. Ja, gib sie mir. Ich nehme sie. Dankeschön. Ein bisschen Leichenflattern ist immer okay. Hier, nimm die Waffe, falls die Geisterwesen wiederkommen. Ich will hier nur lebend rauskommen. Werden wir es schaffen, ich werde dich beschützen. Versprich nichts, was du nicht halten kannst. Es würde mich aber freuen, wenn es stimmt. Die Geisterwesen sind geschwächt. Meister Maron hat einen Zauber gewirkt, aber er wird sich verflüchtigen und dann werden sie angreifen. Wir müssen den Göttlichen finden, nur er kann uns hier rausbringen. Hier irgendwo muss ein Weg in die Anderswelt sein. Wir müssen ihn finden. Folge mir. Alles klar, let's go. Drücke, um die Waffe zu ziehen. Oh, was ist das? Hey, warte. Oh, hier die wilden Astralschweine. Das sind diese Geisterwesen. Meister Marons Zauber wird schwächer und es werden noch mehr von ihnen kommen. So, jetzt kann ich mal in Ruhe kurz gucken, was da steht. Drücke Dreieck. R1. Ja, das habe ich alles gemacht. Hier muss eine Kreuzung der Anderswelten da sein. Ja, dann let's go. Ich bin dabei. Das muss die Kreuzung der Anderswelten sein. Ein alter Ort, erschaffen von unseren Urvätern. Die Anderswelten berühren sich hier. Und von hier kommen wir nach Drover. Denkt nach, Fenja, denkt nach. Was hat Meister Maron noch gesagt? Mein Göttlicher kann zwischen den Welten wandern. Er nimmt alles innerhalb der Runen mit, was sich zwischen den Kreuzungen der Anderswelt befindet. Das muss heißen, dass wir mit dem Göttlichen reisen müssen und ihn dafür irgendwie herbringen. Der Kristall. Wir können seine Kraft nutzen, um den Göttlichen anzulocken. Schnell! Wir müssen die Runen freilegen, damit der Göttliche uns mitnimmt. Ich kümmere mich um die beiden unten, du um die beiden oben. Was bedeuten die Runen? Wir haben keine Zeit für Gerede. Leg die Runen bei den zwei oberen Steinen frei. Alles klar, ich vertraue dir einfach mal. Ist das schon freigelegt? Ja. So, du musst jetzt auch was machen. Wir müssen uns beeilen, ich spüre den Göttlichen. Stell dich hinter mich, wir fangen an. Ist klar. Der rote Kristall wird den Göttlichen zu uns rufen. Hoffentlich. Ich glaube an dich. Damit bist du hier allein. Ich beginne. Halte dich bereit. Was muss ich tun? Ich spüre den Göttlichen. Wir müssen anfangen. Anfangen mit was? Er kommt doch hoffentlich mit. Oh Gott. Hat er uns mitgenommen? Ich hoffe doch. Wo bin ich? Oh, er kotzt Blut. Ich muss... Robben? Oh, noch ein bisschen mehr Blut. Oh nein. Die Erde bebt. Die Bäume knarzen. Wir werden wahrscheinlich diesen riesigen Eber... wo ist sie denn jetzt hin? Diesen riesigen Eber nochmal wiedersehen. Hm? Oh nein, oh nein. Da verlieren wir unsere Begleiterin, befürchte ich. Wilbald,
Du hast überlebt. Was? Was ist mit dir passiert? Der Göttliche, wir sind mit ihm durch den Nebel gegangen. Keiner der Schriften hat von diesem dunklen Nebel erzählt. Der Nebel, dieser dunkle Nebel, er hat an mir gerissen. Was kann ich tun? Der Kristall, er muss nach Nemeton. Meister Maron hat immer davon gesprochen. Finde die Druiden und bringe ihnen den Kristall. Ich werde Maron erzählen, dass wir es nach Drova geschafft haben, dem Land der Sagen. Nein, sie ist tot. Du hast einen neuen Tagebucheintrag. Öffne mit das Menü. Navigiere über L2 und R2 zum Tagebuch-Tab. Was? Tagebuch. Drova, das Land der Sagen. Ich bin in einer neuen Welt. Fenja ist gestorben und hat mir den Kristall gegeben. Ich soll ihn nach Nemeton zu der Druidenfamilie bringen. Vielleicht finde ich ja jemanden, der mir mehr über Nemeton erzählen kann. Okay, was haben wir hier noch? Inventory. Ja, hier können wir dann später sicherlich tolle Waffen ausrüsten. Und aufleveln und solche Sachen. Was man halt braucht. Kann ich hier nur mit ihr irgendwas anfangen? Oh, tatsächlich. Nee. Sie wird komplett ausgezerrt. Der Nebel muss ihr das angetan haben. Schweinenebel. Krach. Was hier? Münzen, Geld bekommen. Man kann hier sogar Töpfe zerschlagen. Was ist denn? Habe ich jetzt hier kein Schwert? Ist hier so ein Fass? Eine Luke oder sowas? Guck mal, das ist doch eine Luke. Ich sehe keinen Mechanismus, um die Tür zu öffnen. Ja, aber das... Wie habe ich denn... Hallo? Ich hatte doch ein Schwert. Ich habe sogar Pfeile, oder was ist das? Wieso kann ich jetzt das Schwert nicht mehr? Was habe ich denn jetzt hier falsch gemacht? Warte mal. Also, irgendwas ist hier Quatsch mit Soße. Habe ich jetzt das Schwert? Hä? Ey, habt ihr das gerade mitgeschnitten? Ist das kaputt gegangen, das Schwert? Das ist ja eine richtig miese... Oh, da ist was. Knüppel. Ah. Jetzt kommen wir weiter. Da. Ah, okay, das ist jetzt Set Nummer 2. Aha. Okay, und ich kann hier aber auch quasi auf Set Nummer 1 umschalten. Und ihn, ja, jetzt ist erst Set 1. Okay. Hier sind Pilze. Kann ich die essen? So, war bei der Ratte nicht gerade auch noch etwas, was ich machen konnte? Warte mal. Lederfetzen. Okay, da können wir vielleicht irgendwas craften. Und Münzen. So, und hier müssen wir irgendwas finden, um die Tür zu öffnen. Das wäre Quatsch, dass dann die Tür ist, wenn man da nichts öffnen kann. Okay. So langsam nähern wir uns der, was auch immer. Ich weiß auch nicht, was wir uns jetzt nähern. Aber ich habe es ja halt jetzt gesagt. Also muss ich ja eigentlich irgendwas... Egal. Wir ignorieren, dass ich das gesagt habe. Hier ist Holz. Ne, Beeren. Hier komme ich nicht rein, oder was? Kein Eingang. Aktiviere den Untersuchungsmodus. Okay. Der Rabe ist auf unserer Seite. Dorian leitet uns. Komm nach Nemeton. Okay. Ratte.
Lederfetzen. Beeren. Oh, wir haben Schild gefunden. Das rüsten wir doch direkt aus. Mit L1, okay. So, dann bitte hier Schwert, Hand. Nee. Warten Sie bitte, warum? Was habe ich denn jetzt hier falsch gemacht? Hä? Oder muss ich das hier an Tügern? Das ist auf. Hallo? Das ist 1, das ist jetzt 2. Ich habe irgendwas habe ich hier falsch gemacht. Das kann aber so jetzt nicht die Wahrheit sein. Warum habe ich denn nicht Schwert? Ist das schon wieder kaputt? Nein, der Ast ist nicht mehr kaputt. Nee. Warte, ich nehme den jetzt mal raus. Jetzt vielleicht. Ja. Ja, so geht's. Da kloppen alles. Münzen sind immer gut. Oh, Reichtum, Reichtum, Leute, wir sind reich. Wir sind reich, steinreich. Diese dicke Barrikade. Was ist hier? Sackgasse. Hier war doch irgendwas im Busch. Irgendwelche Geheimnisse. Wie komme ich da in diesen... Oh, eine Heilpflanze. Oh, erstmal noch die fiese Ratte. Die überhaupt gar kein Gegner für mich ist, ne? Oh, guck mal, das ist eine Axt. Oder? Ne, ein Steinpfeil. Keine Axt, aber ein Steinpfeil. Und noch mehr Münzen. Also wir haben ja so viel verdient jetzt hier schon. Eisenklumpen können wir sicherlich schmelzen. Ist das hier eine alte Schmelze vielleicht sogar? Mit all diesen Löchern wird der Ofen kaum genug Hitze erzeugen, um Metall zu schmelzen. Das heißt, wir müssen den reparieren. Lass mal schauen. Also wir haben Beeren. So, Heiltrank. Ah, da unten. Also direkte Schnellleiste. Also Fackel, Heilpflanze, Flussbettmoos und Heiltrank. Müssen wir nur merken, was ist. Links ist Heiltrank. Unten ist Fackel. Aber wir müssen uns derzeit nicht heilen. Wollen ja nichts verschwenden. Klar! Oh. Der ist der ernstzunehmende Feind. Haben wir. Drücke um. Ah ja, so. Oh, guck mal. Hätte auch ausweichen können. Ich habe mich jetzt für Tanken entschieden. Gewöhnlicher Pilz. Ach, ah ja, guck mal, jetzt können wir das nochmal probieren. Oh, aua. Naja, gut, da habe ich ein kleines bisschen Schaden genommen.
Oh, was haben wir hier? Hier ist... Was bist du? Nichts. Ein alter Ritualpflock. Hier wurden bestimmt Ziegen angebunden, um irgendeinem wilden Tier... Ah, oh, geopfert zu werden. Was ist das? Scheiße. Jetzt habe ich... Ich geblutet. Da muss ich richtig aufpassen. Ich hatte keine Ahnung. Klimpernder Beutel. Na, wenn da keine Münzen drin sind. Muss ich den untersuchen, den Beutel? Oder wurde das automatisch in meinen Münzvorrat? Da. 4 Münzen. Boah, 50 Münzen. Wow, wir haben 95 Münzen jetzt auf Schlag. Wie war das jetzt mit dem Speichern eigentlich? Speichert er jetzt automatisch oder muss ich das unternehmen? Gibt's da einen Quick-Knopf? Quick-Speicher-Knopf? Hier, dieser weiße Bereich ist der, wo ich laufen kann. Da ist Tiefsee, da sollte ich wahrscheinlich nicht mal versuchen reinzugehen. Im Kampf greifst du immer in Blickrichtung an. Du siehst anhand des Pfeils und am Charakter, in welche Richtung du schaust. Ja. Kein Problem. Was ist mit dem Frosch? Oh! Ach komm schon. Was ist der K.O.? So, der Gegner liegt am Boden, da du seine Haltung gebrochen hast. Erkennst du anhand des gelben Balkens und anhand des Lebensbalkens. Ah, einfach drauf kloppen. Okay, alles klar. Sehniges Fleisch. Was haben wir hier? Oh, ein neuer Waffentyp. Okay, das ist einfach ein dicker Knüppel oder was? Was haben wir hier mit dem Wasserfall? Kann ich untersuchen. So, neue Waffe. Wir sind jetzt hier auf der 1. Gehen wir mal auf die 2 und nehmen... Die Axt. Ja. Ist schon besser. Tatsächlich. Das ist eine Zweihandwaffe. Kann ich mit der... Ja, die ist zweihändig. Zweihandwaffe, ja. Naja, da kann ich natürlich dann nicht blocken. Aber da hat sie richtig Wumms. So, hier liegt noch was. Ein Pilz. Oh, ein magisches Geschoss. Aha. Schriftrolle. Wo bist du? Schriftrolle. Wo? Schriftrolle. Wo bist du? Oh, guck mal hier. Wir haben jetzt. Oh, wir können schon wieder irgendwas bauen. Das ist gut. Talente. Einfacher Schwertkampf. Sperrkampf. Axtkampf. Dolchkampf. Oh, da ist es doch. Magisches Geschoss. Spruchrolle. Schießt ein magisches Geschoss in Blickrichtung, das bei einem Treffer explodiert und 200 magischen Schaden verursacht. Aber vermutlich nur einmalig, oder? Oder wie darf ich das jetzt verstehen? Keine Ahnung, wie ich das mache. Ah, da wird's angezeigt. Jetzt müsste ich nur noch wissen, welche Taste.
Ist einmalig. Ah, okay. Danke, Klesk. Einmalig, alles klar. Hier geht's noch hoch. Da lag aber noch Stuff. Hier hoch. Immer meine, ich habe das Gefühl, ja, ah, ist wieder so ein tollwütiger Biber. Okay, dann, das ist. Ja, sehr gute Reichweite. Aber kann ich nicht blocken, muss man sich erst dran gewöhnen. Da ist noch so ein Vieh. Oh, ist zu zweit schon. Oh ja. Oh oh. Naja. Das war nicht ungefährlich. Da habe ich mich ein paar Mal treffen lassen. Ich glaube fast, dass die Variante. Wie wechsle ich denn jetzt? So. Nee. Doch. So. Die Variante mit Blocken ist vielleicht sogar besser. Was schön ist es hier. Dann ducke ich mich, alles klar. Heilpflanze. Oh, Vorsicht, Iltisbiber. Achso, jetzt ist er. Ups, ja, hinüber. Ja, blocken gefällt mir gut. Frosch! Ah, fast. Beinahe hätte ich den Frosch erlegt. Hier ist eine Insel. Oh, oh Gott, ne, hier eine Riesenmoskito. Ah, ouch. Ja, jetzt habe ich auch noch einen Giftstatus. Oh. Oh, der hat ja richtig Wumms, der Johnny Boy. Ausweichen ist eine gute Idee gegen den. Oh, zu spät gedrückt. Dumm. Ja, ich glaube, ich sollte mal was. Heilpflanze, rechts. Immer nur einen pro Heilgegenstand, okay. So, wir heilen uns und gucken uns in der Zeit das hier mal an. Hallo? Keine Information. Schriftrolle? Nee, was ist das? Gar nichts ist das. Ah, hier wird's düster. War ich hier schon? Was? Ich muss Tinte kaufen. Guck mal, hier ist der Rand. Komm ich da nach Hause oder was? Au! Das merken wir uns. Hier ist ein richtig gruseliger Ort. Hier sind überall auch Tote. Das hätte mir vielleicht ein Hinweis sein sollen. Haben wir auch einen Heilungseffekt? Nö, jetzt. Mir das? Oh, das hier ist ein riesen Tankstutzen. Komm her. Hallo? Komm her. Kreischi. So, jetzt haben wir dich. Immer wenn sie so quack macht, kann man direkt ausweichen. So, hier kommt man nicht hoch. Das sieht ein bisschen aus, als wenn das ein Kletterstein wäre. Ist es aber nicht. Dann gehen wir mal hier weiter. Guck mal, hier liegen noch schöne Sachen. Steine. Ah, die habe ich mir schon immer mal gewünscht. Und eine große Heilpflanze. So, was haben wir hier? Geld. Huch, was habe ich eingesammelt? Nicht aufgepasst. Münzen, Münzen. Oh, Ratten kann ich beschwören. Das müsste dann ja bei hier sein. Guck mal. Ratten beschwören. Beschwörte Ratten, die Gegner zum Bluten bringen können. Ja. Jetzt weiß ich immer noch nicht genau, wie ich die einsetze da oben.
Mit R2 wahrscheinlich. Sehe ich das richtig? Neben dem Spruchrollensymbol. Achso, ja, dann R2, ne? Clask müsste R2 sein, oder? So, hier geht's wieder runter. Ach, guck mal, man findet erfreulich viele von diesen Heilpflanzen. Da können wir eigentlich direkt auch nochmal eine von snacken. So, hier komme ich nicht runter. Aber ich kann mir... Also hier geht's ja auch nicht mehr runter. Da komme ich von anderen. Ich glaube grundsätzlich, dass das schon richtig ist, die Richtung hier, oder? Hier ist der See, der Fluss. Was ist denn hier noch Phase? Hier muss es noch irgendwo... Ah, oh, von der Seite komme ich nicht hoch. Ja, das ist natürlich... Was ist das? Ei und Fehler. Jetzt habe ich einfach mal so ein Nest ausgeraubt. Jetzt sind wir noch ein Nesträuber. Was ist das? Heilpflanze. Wachsen die nach? Oder habe ich hier törichterweise gar nicht nachgeschaut? Oh! Haha! Seht mal an! Na, wer bist denn du? Bob. Hallo? Keine Information? Muss ich hier den Kristall in die Hand nehmen oder sowas in der Art? Das scheint mir doch hier das gleiche zu sein. Wie das hier? Ist das hier Nemeton? Nein. Was machen wir jetzt? Ich kann hier nichts machen. Guck mal, ich kann auch nichts untersuchen. Das ist sehr erstaunlich. Ich hätte gedacht, das wäre jetzt ein sehr großer Erfolg, dass ich das gefunden habe. Ah, da ist was. Eisenerz und Münzen. Naja. Ich hätte mir ein bisschen mehr erwartet. So, die waren wir schon. Das Ei da haben wir gerupft. Da ist der Wasserfall. War ich hier schon auf der anderen Seite über? Ja, hier war ich auch schon. War ich hier im Norden schon? Da muss es doch noch hochgehen. Guck mal, da geht's doch noch hoch. Gehen wir hier rüber. Da ist Schluss. Hier ist auch Schluss. Keine Chance. Oh, hier. Ach, da waren wir auch schon. Die Fliegen sind immer noch da, obwohl es da wirklich nichts mehr zu essen gibt. Aber das ist so, sind sie halt, da sind sie halt geboren und groß geworden. Wenn man sich überlegt, was so die Lebensdauer einer Fliege ist, da ist das nicht schwer zu verstehen. Die sind hier in dieser Leiche geboren geworden, haben ihr Leben lang gelebt, seit vielen Generationen, und jetzt ist da jedes Fleisch abgesaugt von diesem Skelett. Aber trotzdem verharren die Fliegen da noch, weil sie es gewohnt sind. Weil sie denken, hier meine Eltern, meine Großeltern, meine Urgroßeltern, alle haben hier gewohnt. Und es gibt so ein paar Wissenschaftlerfliegen, die sagen dann, ey Leute, das Fleisch geht aus, wir müssen uns drauf einstellen, das hält maximal noch 2 Generationen, ja, mir doch egal. Eine Generation später, ey Leute, das Fleisch geht aus, wir warnen euch, wir sind die Wissenschaftlerfliegen, in Kürze ist das Fleisch von Knochen gesaugt, dann müssen wir uns was anderes suchen. Ja, ja, erzähl nur. Eine Generation später, oh, es ist nichts mehr zu essen da, wir werden alle sterben. Ja, so dumm sind halt Fliegen. Zum Glück passiert uns das nicht. Der Mensch ist ja vor sowas gefeit, als Apex-Gehirn sind wir vor solchen tödlichen Irrtümern natürlich gefeit. Das ist auch gut zu wissen einfach, sonst sowas nicht passieren kann. Sowas ist jetzt hier Phase in dieser ekelhaften Dunkelheit. Da ist überall dieses... da können wir ja nicht hin, da werden wir uns nur wehtun. Hier ist auch Feierabend, okay. So, jetzt ist die Frage, wo geht's jetzt hier weiter? Da waren wir auch schon. Da dürfen wir nicht. Oh, da liegt noch eine kleine Beere. Wir müssen doch sicherlich jetzt in dieses Dorf da kommen, oder was das ist.
irgendwas übersehen? Hier geht's nicht runter. Oder muss ich nochmal zurück in das Dorf, von dem ich gekommen bin? Da jetzt vielleicht die Möglichkeit, da diesen Griff zu öffnen und unten reinzukommen. Ich habe das Gefühl, ich habe diese Orte hier alle schon besucht. Hier rechts. Ja, hier ist doch dieser Ankunftsort. Lass uns mal hier auf der Seite noch ein bisschen gucken. Ja, da war dieser Pfahl, genau. Ich muss diese Schmiede wieder ins Laufen bringen. Vielleicht ist das hier so eine Art Base, dann, die ich habe. Wo war die Schmiede? War die hier irgendwo? Vielleicht muss ich einfach dem Raben hinterher, dem Krakelraben. Der kräht ja manchmal, ne? Achso, da haben wir... Oh, jetzt... Ah, hier ist noch was. Ein paar Münzen. So, hier ist das Tor. Zur Dunkelheit. So, hier. Das würde ich gerne reparieren, aber wie? Und hier komme ich jetzt auch wieder nur... Ah. Die rote Markierung auf dem Stein könnte eine Warnung sein. Ja, das hatte ich mittlerweile auch so herausgefunden. Das konnte ich nicht zerstören hier, ne? Nee. Wie repariere ich diese? Oder ist das gar nicht die Idee, dass ich das repariere? Wie repariere ich deine Löcher? Oh, der Link funktioniert nicht, sagt Neo. Oh, das ist natürlich doof. Da muss Nikola mal kurz ran. Ah, aber Bett sagt direkt doch, der funktioniert, der Link. Ah ja, okay, gut zu wissen. So, wir müssen uns noch mal ein bisschen gründlicher umsehen. Irgendwas habe ich hier verpasst. Oh, guck mal hier. Du hast Nahrung gefunden. Die heilt mich einfach nur. Aber Nahrung ist doch gleich Gesundheit, oder? Ah, kann man sich am Lagerfeuer sogar dann Sachen craften, backen. Soll ich hier noch irgendwas finden, irgendwas machen? Guck mal, da ist doch eine Höhle. Da will ich mal hin. Die alte Stadtmauer hier, oder was ist das? Guck mal, ob ich den Eingang zur Höhle finde. Ah ne, hier kam ich ja her. Nehmen wir an, hier ist Sackgasse, jup. Hier das gleiche. Hier ist das Ding, da kommen wir immer noch nicht rein. Mist. Was ist denn hier mit Handwerk? Ich brauche eine Werkbank. Offensichtlich. Brennofen. Wurzelfalle. Steinfalle. Ich brauche eine Werkbank. Die kann man aber nicht selber bauen, sondern die muss ich finden, nehme ich an. Ist hier in diesem Dorf vielleicht eine funktionierende Werkbank? Und ich habe sie einfach übersehen. Das hier könnte ja ein feines Lagerfeuer sein. Ah, guck mal. Okay, also entweder es zeigt mir nur an, wie die Dinge aussehen in einem funktionierenden Dorf. Oder ich kann das hier alles nochmal reparieren. Da bin ich mir gerade nicht sicher.
Das hatten wir schon. So, warte, wo war jetzt... Ist das die Werkbank? Nee. Ah, das könnte sie sein. Ja. Das habe ich mir gedacht. Also das sind die Sachen, die sind alle vorhanden. Entweder reparieren oder woanders finden. So, nach unten komme ich hier auch nicht. Von der Stelle, da ist diese Höhle. Vielleicht, wenn ich da so links runterkomme irgendwo. Ein Rennofen ist ein Ofen zur Eisengewinnung. Heißt der wirklich Rennofen? Das ist nicht mal mehr ein Tippfehler. Der heißt einfach Rennofen. So, schau mal, ob ich hier irgendwo runterkomme. Ja, waren wir bei dir schon? Älterer Herr. Ah, ich muss immer auch das hier machen. Das vielleicht muss ich das hier auch nochmal machen. Nö. Immer dran denken, das Auge einzuschalten. So, guck mal, hier sind wir, glaube ich, gut. Oh, geil. So, wo ist jetzt die Höhle? Auf jeden Fall sind wir auf einer großen Straße. Das ist, macht mich schon mal sehr zuversichtlich. Komm hier ran. Oh, wer bist du? Sind wir Freunde? Was, nur du? Was, nur ich? Nur du hast es aus dem Schlund rausgeschafft. Es ist schon lange niemand mehr gekommen und ich hatte gehofft, es wären mehr Leute. Sind noch andere mit dir nach Drova gekommen? Druiden, ha? Ihr Wissen hätte nützlich für uns sein können. Dann muss ich wohl für eine einsame Lumpengestalt den ganzen Weg auf mich... Wie bitte? Kannst du wenigstens irgendwas? Das gibt's doch gar nicht. Ich kann kämpfen. Schön, aber das müssen hier alle sowieso. Was hast du denn bisher bekämpft? Gegen eine Riesenmücke. Die war schwieriger zu bekämpfen als die Ratten. Na, immerhin besser als eine Wasserratte. Nervige Biester, aber einen wirklichen Kampf kann man das nicht nennen. Ich kann dir gern persönlich zeigen, wie ich kämpfe. Oh, das finde ich eine gute Antwort. Wäre kein fairer Kampf für euch. Weißt du doch gar nicht. Neuankömmlinge haben es nicht leicht in Drova. Hier, musst du aufpassen, wo du langläufst und mit wem du dich anlegst. Dann bin ich also wirklich in Drova. Wo sonst? Natürlich bist du in Drova, dem Land der Sargen. Aber glaube ja nicht, dass dir hier Feen den Arsch abwischen. Aha. Was willst du von den Druiden? Ein Druide hat mir diesen Kristall gegeben. Ein Kristall? Zeig mal her. Ich soll den Kristall einem Druiden bringen. Du bist keiner. Das stimmt, ich bin kein Druide. Die Druiden sind in Nemeton, aber da kommst du so leicht nicht hin. Durch das Erdbeben ist die Brücke eingestürzt, musst den Umweg durch den Wald nehmen. Das überlebst du nicht lange. Kannst du mich nicht dahin bringen? Eigentlich muss ich auch nach Nemeton. Hab aber vorher noch was zu erledigen. Komm erst zu Kräften. Nemeton läuft nicht weg. Warte mal eben. Was machst du jetzt? Schuhe zugebunden. Hier, nimm. Oh, da, endlich eine Karte. Finally. Okay, sind da die Erkundungen, die wir gemeistert haben, schon eingezeichnet? Da ist das kaputte Dorf. Sieht doch so ein bisschen so aus, oder? Obwohl, wir waren ja noch weiter nördlich. Ist nicht die beste Karte, aber wird dir helfen, dich hier in der Umgebung bis Nemeton zu orientieren. Fürs Erste wäre es wohl am besten, wenn du zu den Holzfällern gehst. Die leben hier in der Nähe. Brauchst eigentlich nur dem Weg folgen. Wer sind denn die Holzfäller? Danke für deine Hilfe, ich gehe da mal. Wer sind die Holzfäller? Ein kleines Lager südwestlich von hier. Sie stehen unter Nemetons Schutz und verkaufen ihr Holz an uns. Jetzt mit der zerstörten Brücke ist allerdings ihr direkter Weg nach Nemeton blockiert. Als ich vom Erdbeben gehört habe, dachte ich mir schon, dass mal wieder ein paar arme Schweine hier angespült worden sind. Wir brauchen fähige Leute in Nemeton. Dachte, vielleicht ist hier jemand dabei. Naja, mal gucken. Danke für deine Hilfe. Kannst dich bedanken, wenn du es heil nach Nemeton geschafft hast. Das ist ein gutes Stück. Komm bei den Holzfällern zu Kräften, besorg dir eine vernünftige Waffe, du wirst ihren Drova brauchen. Meld dich bei Cengiz, schwarze Haare, schaut immer grimmig, sag ihm, Asmus schickt dich.
Ich muss jetzt los. Vielleicht laufen wir uns mal über den Weg. Kapitel 1, die Ankunft. Okay. Naja, wir haben natürlich jetzt schon sehr viel in der anderen Richtung rumgeackert, was ich aber gut finde. Keineswegs sollte man jetzt auf die Idee kommen zu sagen, oh mein Gott, warum bist du nicht direkt gen Süden gestiefelt und hast dich vorher noch in diesen trostlosen Norden herumgeprügelt mit Ratten und Mücken? Die Antwort ist natürlich, man muss hier alles absuchen und ablaufen und ich habe alles richtig gemacht. Man muss erst den unwichtigeren Weg gehen und dann den Hauptweg, der die Story voranbringt. Von daher, happy, happy, joy, joy. Alles ist auf Kurs. So. Den Weg entlang einfach nur und wir pflücken und wir sammeln so einen Stein hier. Wieso darf ich den nicht mitnehmen? Oh, 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 ouch, Hilfe. Ah, ist er K.O. Und gib ihm. Den haben wir so einfach komplett niedergeprügelt. Keine Chance gehabt. So, ich kann aber nicht looten. Und als Belohnung erhalten wir einen gewöhnten. Oh, guck mal, wir spiegeln uns im Wasser. Das sehe ich ja jetzt erst. Das ist ja geil. Hey, hallo? Noch davon gesprungen, ey. Athlet. Du bist eine Stufe aufgestiegen. Bei jedem Stufenaufstieg wirst du geheilt und erhältst 4 Lernpunkte. Bei einem Lehrer kannst du deine Lernpunkte einsetzen, um Attribute zu erhöhen und Talente zu lernen. Für manche Talente oder auch Waffen benötigst du Kampfkraft als Voraussetzung. Kampfkraft ist die Summe deiner Attribute. Ja. Nehme ich. Wir haben so viel gelootet schon. Wir können bestimmt irgendwas Tolles damit demnächst machen. Ich entferne mich vom Weg. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade registriert. Das ist gefährlich. Obwohl, nee, warte mal, der Weg geht hier lang. Ich habe mich gar nicht vom Weg entfernt. Das war nur eine Probe, um zu sehen, ob ihr noch aufpasst. Hier ist wirklich fieser Sumpf, ne? Da muss man echt aufpassen. Man wird oft irregeleitet in so Sümpfen. Oh, kaputtes Boot. Naja, kurz ein bisschen Holz mitnehmen. Dann geht's hier weiter. Noch ein leckerer Pilz. Dankeschön. Ah, noch eine Rundratte. Oh, K.O. gegangen. Tschüss. Was für ein weiterer großartiger Kampf. So. Ich muss immer die Waffe wegstecken, sonst kann ich nicht looten. Das darf ich nicht vergessen. So, pass auf. Was ist jetzt hier Phase? Talente. Ich habe viele Lernpunkte. Ich glaube, wir sind bei Schwert ganz gut aufgehoben. Da muss ich aber... Grundkraft 25. Okay. Grundkraft 25. Schild gibt es hier nämlich auch. Und Bogen mag ich ja auch sehr gerne. Was haben wir hier? Handwerk. Ja. Tränkebrauen und Erzabbau. Oh. Sowas sollte man ja, glaube ich, immer direkt zu Beginn machen. Weil ich bekomme mehr Ausbeute beim Abbau von Erz. Und da wir ja im Laufe des Spiels sicherlich Erz benötigen, ergibt es total Sinn, das direkt zu Anfang zu machen. Weil dann müssen wir weniger suchen und haben mehr Erz. Ich glaube, das ist eine sehr gute Idee. Darf ich das schon machen in irgendeiner Form? Nö. Muss ich alles dann bei diesen Gelehrten erledigen, so wie ich das hier verstehe. Okay, was? Aber geht das nur bei denen? Stärke, Geschick, Geist. Stärke habe ich lächerliche 5. Das ist ja voll wenig. Aber Kampfkraft ist ja nicht Stärke. Wo steht denn Kampfkraft? 15, da steht's. Kampfkraft 15. Aber da muss ich doch hier noch was machen können. Ach so, alle Attribute Stärke, Geschick, Geist ergeben dann in Summe die Gesamtkampfkraft. Verstehe, verstehe, verstehe. Ja, ich möchte hier leveln.
Ich will meine Stärke sofort leveln. Gib mir die Möglichkeit. Geschick, Trefferchance. Ja, komm, ich will. Kann ich das nicht selber machen? Einfach nur. Kann ich offensichtlich nicht selber machen. Ja. Schade. So, wo ist der Weg jetzt nochmal? Der geht hier unten lang. Ich werde mich jetzt mal nicht so weit entfernen. Weg. Wir wollen ja auch mal ankommen. Ich habe jetzt schon sehr viel abseits des Pfades gelootet. Jetzt gehen wir mal strikt nach vor. Hallo? Wer bist du? Ey, lauf nicht weg. Sag mal, bist du gerade aus dem Schlund rausgekommen? Ja, bin ich. Ist schon lange niemand mehr gebracht worden. Na gut, jetzt bist du jedenfalls hier. Ich heiße Merlind und wenn du Arbeit suchst, bist du bei mir falsch. Geh zu Cengiz, der kümmert sich um die Holzfäller. Du findest ihn schon, ich habe hier genug zu tun. Kannst du gar nicht verfehlen, den Weg entlang. Okay. Was hast du noch zu sagen? Musst du die allein reparieren, die Brücke? Im Moment schon. Nur schaffe ich das nicht alleine. Die beiden Hohlbrote könnten bald mal kommen. Vor ein paar Tagen war hier ein Erdbeben. Die Brücke hält nicht mehr lange, ja. Okay, die Brücke muss repariert werden. Da müssen wir helfen. Ist doch klar. Oh, schaut mal hier. Was ist denn jetzt hier die Phase? Gebratenes, sehniges Fleisch. Ja. Oh, wir haben was gebraten. Leute. Wir haben was gebraten. Das heißt, wir haben jetzt im Inventory gebratenes, sehniges Fleisch. Wo bist du? Da oben. Nee. Mückenflügel ist Quatsch. Da oben. Zwei leckere Fleischbröckchen. Na, das ist doch toll gelaufen. Da können wir die Holde Maid ja vielleicht mal einladen. Was ist mit dem Frosch? Kann ich den erlegen? Nee. Ah, doch! Und was bringt der mir? Nichts außer Ruhe. Schade. Oh, hier ist richtig viel Pilzbeute. In die Pilze gehen wir gemeinsam. So, was jetzt? Norden Holzfäller, Süden Georgshof, Westen Ruinenlager. Was ist denn mit denen jetzt hier los? Die streiten sich, oder was? Und dann wirst du mir sagen wollen, dass deine kleine Nadel da mehr anrichtet, als nur zu pieksen? Karima, du bist einfach nur naiv. Doch, du Großmaul, wirst irgendwann das Ding in deinen Eingeweiden spüren, weil du nicht aufpasst. Man kann im Kampf den Kopf auch anders benutzen, als für Kopfnüsse. Das sagt die Richtige. Dauernd den Schild hoch und ducken. Feigling, Feigling. Das ist Taktik, du Holzkopf. Hallo? Kann ich bei denen was lernen? Ah, du kommst wie gerufen. Was ist besser am Kampf? Zweihänder oder Schwert mit Schild? Schwert mit Schild. Ha! Verteidigung ist einfach ein wichtiger Teil eines Kampfes. Feiglinge wie ihr seid auch die Ersten, deren Blut den Boden tränkt. Hilft alles nichts, du musst es jetzt selbst ausprobieren. Hier fangen. Oh, geil. Was? Ich mach euch fertig. Das ist nach meinem Geschmack. Ah, geil. Ja, dann let's go. Ja, die wissen nicht, dass ich schon im Norden scouten war und viele Kämpfe geführt habe. Aha, sehr schön. Für wen hält der mich? Für einen Loser? Ja, komm her. Und? Sehr gut. Blocken ist gut. Aber das funktioniert nicht immer. Irgendwann bist du erschöpft und dann gerätst du beim Blocken aus dem Gleichgewicht. Außerdem wirst du beim Blocken immer noch getroffen. Irgendwann haut es dich aus den Latschen, da kannst du nichts machen. Ich will nicht blocken, ich will aufs Maul geben. Meinst du, ich will dastehen und mir die Birne blau prügeln lassen? Nichts da. Dann gibt's das Echo aber hundertfach in die Fresse zurück. Attacke jetzt. Was? Ich weiß nicht, warum du so heiß darauf bist, ein paar Schläge abzubekommen, Plan. Aber gut. Hol mir die Axt aus und lasse sie auf Plan niedersausen.
Nutze den Schwung des Angriffs, um direkt den nächsten Schlag hinterher zu setzen. Drücke nach einem Angriff im richtigen Moment R1, um erneut anzugreifen, durch die Nutzung von Kombos. Okay. Ja, geil. Dann... Wann mache ich das jetzt? Hey. Hammer, 3 Kombos. Sehr gut, wie schmeckt dir die eigene Medizin, Blan? Ach, das zwickt nur ein bisschen. Wenn du wirklich jemanden wehtun willst, braucht es mehr. Komm, ich zeig dir eine meiner Fähigkeiten. Verwunden sorgt dafür, dass die Gegner auch ohne weitere Schläge schwächer werden. Perfekt, um das Kampfgeschehen zu deinen Gunsten zu wenden. Im Kampf musst du dich erst etwas warm machen, bevor du eine Fähigkeit einsetzen kannst. Du benötigst genug Fokus. Mir gelingt das, indem ich immer schön mit meiner Axt draufhalte. Das ist aber keine gute Taktik. Wenn du getroffen wirst, verlierst du zu schnell den Fokus. Wenn du die Treffer des Gegners blockst und selbst einige austeilst, hast du viel schneller den nötigen Fokus zusammen. Ich versuche meinen Gegner einfach keine Zeit zu lassen, um ihre eigenen Angriffe zu starten. Wenn du aber so überzeugt vom Blocken bist, dann zeig doch mal, was dein Blocken gegen Verwunden anrichten kann. Okay. Oh, wir haben Verwunden erlernt. Hör zu, du musst zunächst nach Schwachstellen Ausschau halten. Jeder gibt sich im Kampf irgendwann eine Blöße. Wenn du dann genug Fokus hast, kannst du deinen Gegner eine ordentliche Wunde schlagen. Probier's aus. Du hast eine Fähigkeit erlernt. Diese wurde bereits automatisch ausgerüstet. Öffne mit das Menü und navigiere L2 und R2 zum Fähigkeiten-Tab. Ah ja. Verstehe. Also wir gehen mal auf Fähigkeiten-Tab. Und da haben wir Verwunden. Ja, das ist ja fantastisch. Die ist automatisch ausgerüstet. Nehme ich. Will ich aber nicht ändern, das ist doch super so. Die Fokusleiste zeigt dir unterhalb deines Lebensbalkens deinen aktuellen Fokus an. Im Kampf generiert jeder Treffer auf einen Gegner Fokus. Wirst du getroffen, verlierst du welchen. Nutzt du deinen Fokus nicht, dann geht er verloren bis auf den Grundfokus. Ja, okay, dann Fokus, rechts Fokus. Fokus. Ah, warte, kann ich noch gar nicht. Guck mal. Warum? Muss ich ja noch was umrüsten? Warte, wie geht das jetzt? Warten mal. Kann ich den auch... Vielleicht muss ich den so machen? Es ändert überhaupt nichts. Achso, ich muss sie erstmal verprügeln, ne? Ah, jetzt geht der Fokus hoch. Ja, genau, so war das. Und jetzt kann ich das machen. Ah, sehr gut. Dann nochmal. Und die Arme. Muss ja richtig verprügelt werden erstmal. Jawohl, genau so, immer drauf. Da patscht die Wange so lustig. Schellen für alle. Blutungen können ganz schön übel werden. Eine einzelne Blutung beruhigt sich einigermaßen schnell. Mehrere Blutungen setzen einem schon ordentlich zu. Du hast mich ganz schön aufgeschlitzt. Hier eine Heilpflanze. Ja, bitteschön. Danke. Genau für solche Situationen sollte man immer etwas zum Heilen in der Tasche haben. Ach, wenn du was Gutes gegessen hast, beruhigt sich das schnell von alleine. Und hättest du nicht versucht, einen solchen Angriff zu blocken, bräuchtest du beides nicht. Oh. Es stimmt schon, Blocken hält nicht alles ab, aber ohne hätte es noch viel mehr wehgetan. Hahaha. Ja, versuch nur, dich rauszureden. Also, was sagst du, lieber Zweihänder oder Schwert mit Schild? Ja, ich würde sagen, das ist eine sehr gute Frage. Was sagt ihr? Vielleicht so, ich finde Schild gar nicht schlecht, aber wenn es nicht alles abhält, ist das auch ein Stück bisschen witzlos, ne? Fast ein bisschen witzlos. Zweihänder und Schild, sagt Commander Krano. Zweihänder. Hör ich hier. Ja, okay. Ja, sag. Was willst du? Ich kann mich nicht entscheiden. Ja, pass auf. Dann, ich sehe hier, ihr wollt Zweihänder. Zwei Schilde gleich kein Damage. Smart. So, jetzt haben wir diese alte Axt. Der Witz ist, dass ich ja schon eine Axt habe.
So. Wie jetzt von den Zuschauerringen? Hallo, ich bin voll gut. So, Brücke muss repariert werden. Tschüss, Leute. So, jetzt habe ich hier diese Axt. Die ist gut. Okay. Naja. Das haben wir schon angesehen. Wer bist du? Ach, du bist Dingsbums. Oh, Axt wegtun. Ui, ja, ja. Hey, das ist gar nicht Cengiz, das ist Agilo. Was ist denn jetzt schon wieder? Ich habe doch gesagt, das ist noch lange nicht fair. Ja, wer bei den tausend heulenden Reißern bist du jetzt? Keine Angst, ich will dir nichts tun. Ich heiße Wilbald. Das hast du dir ausgedacht, oder? Das stimmt. Naja, irgendeinen Namen muss man ja haben. Bist du neu hier? Was guckst du so blöd? Ich bin Agilo, Holzfäller von Beruf. Eigentlich bin ich jetzt... Nee, eigentlich. Jetzt bin ich Koch. Keiner muss ja dafür sorgen, dass wir nicht alle verhungern. Giro müsste eigentlich kochen, der Schisser. Ein kleines Beben schon macht er sich aus dem Staub. Und wer muss jetzt die Kelle statt der Axt schwingen? Ich. Ich könnte so viel Holz schlagen. So viel Holz. Und was kochst du da? Naja, es brennt schon wieder an, alles klar. Gut, er will, dass ich mit Cengiz spreche. Das machen wir natürlich. Oh, da könnte ich schlafen. Mache ich aber nicht. Das können wir uns, glaube ich, auch nicht. Nee. So, das große Zelt ist das Zelt. Oh, oh. Feuerstelle. Hm? Wer bist du? Händler. Bombus. Bombus. Sei gegrüßt, Freund des Daseins. Du bist hast ein freundliches Gesicht, das sehe ich sofort. Ich bin Bombus, fahrender Händler, Imker, Heilkunder. Meine Hände führen das Licht der Sonne und meine Augen sind benetzt von Tau. Ist Rova nicht ein wunderbarer Ort? Was ich allerdings nicht bin, ist ein Gedankenleser. Daher wirst du mir ganz altmodisch sagen müssen, wer du eigentlich bist. Warte. Wilbald. Ja. Plausch, plausch. Smalltalk, smalltalk. Eigentlich sollte ich schon in Nemeton sein. Ah. Du willst nach Nemeton? Ich doch auch. Das ist traditionell das Ende meiner Route. Ich kenne jede Ecke von Drova, die schönen und die gefährlichen. Meine Route ist nun perfekt. Schon die letzten 5 Sommer konnte ich das ganze Land ohne schlimme Begegnung bereisen. Gut fürs Geschäft, aber auch gut für meine Gesundheit. Meine Bienen, sie schenken mir Honig. Das ist so wohlig, dann den kann ich lieben. Ja, dann zeig mal deine Waren. Was hast du denn so, was man hier kaufen kann? Rotpilztinktur, Rezepte, Bronzehauer. Ermöglicht das den Abbau von Erzen. Das ist, glaube ich, recht wichtig. Würde ich mal sagen. Aber wir kaufen natürlich noch nichts. Tschüss. Müsst ihr jetzt auch nicht zu viel plaudern, ne? Das ist auch Cengiz. So ist er. Und ich habe mich noch gefragt, bei den Göttlichen, warum bebt die Erde denn jetzt schon wieder? Deinetwegen also. Was, wovon redest du? Du bist das arme Schwein, das sich die Göttlichen geschnappt und nach Drova geschleift haben. Mein Name ist Cengiz, hier wohnen wir Holzfäller. Naja, zumindest diejenigen, die nicht abgehauen sind, verdammte Feiglinge. Asmus, und er ist sofort wieder abgehauen, Mistkerl. Wenigstens hat er dich geschickt, wir brauchen hier jede Hilfe. Ich will dir nichts vormachen, Drova ist nicht so, wie es dir vielleicht andere erzählt haben, wirst schon selber merken. Die Holzfäller arbeiten für Nemeton, haben uns hier schon immer durchbeißen müssen. Jetzt hat die zerstörte Brücke uns von unserem Verbündeten abgeschnitten, da haben sich viele vom Acker gemacht. Deswegen sind alle Leute mehr als willkommen, die mit anpacken können. Wohin, Leute? Ja, wo wollen die denn hin? Zum Ruinenlager. Es hat eine geschützte Lage, ja, aber wer sich denen anschließt, gibt jede Hoffnung auf, dass wir aus Drova tatsächlich das Land der Sagen machen können. Das ist interessant. In Nemeton hat's geknallt. Die Erbin des Moores führt Nemeton an. Will aus Drova das Land der Sagen machen. Ihr Bruder Jero meint, dass das nicht hinhaut. Der will irgendwie abhauen. Hat ein paar Leute mitgenommen und das Ruinenlager gegründet, dieser Verräter.
Seitdem kommt es immer wieder zu Scharmützeln zwischen den Lagern. Beide streiten sich um Leute. Wir Holzfäller sind etwas außerhalb, aber Nemeton gegenüber loyal. Und die wissen, was sie an uns haben. Die Brücke ist der direkte Weg nach Nemeton. Nur so können wir Holz liefern. Und nur so kann Nemeton uns schnell beistehen, wenn es nötig ist. Dass sie kaputt ist, beschissener Zeitpunkt dafür. Wir müssen uns jetzt durchschlagen, bis die Brücke repariert ist. Und hoffentlich erwischt uns nichts mit Zähnen und Klauen. Plan und Karima können uns auch nicht vor allem beschützen. Kann ich irgendwie helfen? Wir müssen so schnell wie möglich die Brücke repariert bekommen. Können jede helfende Hand gebrauchen. Du hast sogar zwei davon. Und die Brücke repariert. Da ist nichts dabei, die anderen zeigen dir, wie das geht. Ist wahrscheinlich von der Reise nach Drova kaputt. Wenn du uns trotzdem helfen willst, geh zu Jendrik und Agilo. Die sagen dir schon, wie du mit anpacken kannst. Auf die Beine ist Verlass. Okay. Was bekomme ich für die Arbeit? Ja, was bekomme ich dafür? Ja, war zu erwarten. Bei mir liegt noch alte Arbeiterkleidung. Ich gebe sie dir, wenn du uns hilfst. Ja, okay. Ich werde sehen, was ich tun kann. Die Jägerin ist auch nicht da. Bis später. Okay. Ich will jetzt mal aufleveln. Ich habe es immer noch nicht gecheckt. Was hat er hier in der Hütte? Kann ich klauen? Oh ne, ist Diebstahl. Guck mal. Alles ist Diebstahl. Ah. Das heißt, wenn er nicht guckt, kann ich ihn beklauen. Ah, lecker Wasser. Darf ich hier schlafen? Oh. Oh. Guck, wir haben eine Fernkampfwaffe gefunden. Das ist auch fantastisch. Wo sieht denn ist sie schon aus? Da, grobe Schlinge. Hm. Habe ich es jetzt gemacht? Doch, das ist ausgerüstet. Steinschleuder. Axt. Nee, warte. Ich will jetzt hier auch niemanden abwerfen. Ich habe nicht so viel Munition. War das jetzt eine... Nee. Hier? Ah ja, jemand was verbuddelt. Nee, das war aber jetzt noch nicht richtig. Was schläft da? Katze? So, ey, das hat noch nicht funktioniert. Ich habe was falsch gemacht. Ich bin mir mal nicht sicher, was. Was muss ich genau machen? Das ist auch ausgerüstet. Das ist doch Quatsch. So, jetzt habe ich den Knüppel. Aber ich muss da... Warte, wie wechsle ich denn jetzt da? Die Hand ist doch im Weg. Oder ist das... War das jetzt ein Stein? Ah, so. Ah, okay. Oh, shit. Oh, ich habe auch so... Nee, ich habe mit voller Absicht eine Ratte getötet. Habt ihr gesehen? Mit voller Absicht eine Ratte getötet. Ich bin der Rattentöter. Nicht so schlecht. So, jetzt haben wir doch eigentlich schon mit den Leuten da geredet. Oh, Huni. Hallo, Hund. Streiche. Wie jetzt, der beklaut mich? Der hat mir original mein Fleisch geklaut. Nee, sowas machen wir nicht normal. So,
Plan, es stinkt sauer. Wir wollten jetzt noch mit diesen anderen. Oh, was ist denn hier? Schleudersteine, ja, die sind wichtig. Die brauchen wir. Für die neu entdeckte Zwille. Das ist gut. Zwillen sind gut. Also wir müssen da einen ganzen Weg noch laufen. So, hier ist das Holzfäller-Camp. Wo kann ich klauen? Wo sind die alle? Ah, hier ist eine Werkbank. Oh, Wurfmesser. Sehr schön. Eisenklumpen. Dann ist hier doch bestimmt auch eine funktionierende Schmelze. So, wir können Steinpfeil herstellen. Brauchen wir das? Wir haben noch keinen Bogen. Wir können Leder herstellen. Machen wir erstmal ein Leder. Vielleicht brauchen wir, also es ist wahrscheinlich eher ungewöhnlich, dass man für ein Endprodukt Lederfetzen braucht. Vermutlich braucht man für alles Leder. Check immer noch nicht, wie ich leveln kann. Ich sag's, wie es ist. Was ist das? Zweige. Schlagstock. Ich habe auch so übrigens. Nein, das war meine Absicht. Ich habe auch eine schöne Fackel. Ihr seht. Sind hier die Holzfäller hier oben? Na, also. Hier, was ist hier los? Oh, fuck. Friendly Fire. Atmet schwer. Ich hab dir das Leben gerettet. Bist du verletzt? Verfluchte Sprickers? Sie werden immer stärker in letzter Zeit. Ich brauche einen Augenblick. Hoffe, sie haben dir nicht zu hart zugesetzt. Mir doch nicht. Hallo? Ich habe gerade einen Baum gefällt und zerteilt, als mich diese Biester überrascht haben. Eigentlich stutzt Larea die Knospen zurecht. Aber wenn man es versäumt, was Larea offenbar getan hat, verflucht, dann laufen die Sprickers rum und hauen zu. Die Sprickers werden dann auch noch größer. Zum Glück ist mir noch kein ausgewachsenes Exemplar begegnet. Könnte ungemütlich werden. Reißt du die Sprickers morgens raus, kommst du abends heil nach Haus, sag ich immer. Wer bist du eigentlich? Mein Name ist Jendrik. Ich bin Holzfäller. Wie die meisten anderen. Naja, wer noch hier ist. Immerhin habe ich jetzt mehr Ruhe beim Arbeiten, kann mich ganz dem Baum widmen, den ich klein mache, und dem Zwitschern der Vögel lauschen zwischen den Schlägen. Jengs, willst du, dass du an der Brücke mitarbeitest? Wie repariert man eine Brücke ohne Holz? Ich muss erstmal was hinschaffen, sonst stehen alle mit leeren Händen da. Und wer muss Holz hacken? Ganz alleine? Da ist doch noch jemand beim Abbundplatz und hilft. Du meinst Jalina? Nicht so ungut. Die ist halb so schnell wie ich, keine große Hilfe. Du musst zurück zum Abbundplatz, wollte eigentlich nur neues Holz holen, den Rest kennst du ja. Schnapp dir 5 Stücke Rundholz und bring sie zum Abbundplatz südlich von hier. Das mache ich. Okay, Jendrik, alles klar. Ich nehme hier einfach alles, was ich finden kann. War's das schon? Ich glaube ja, ne? Spätestens jetzt habe ich alles. Fackel. Ah nein, schon wieder verdrückt. Ach, die Fackel ist schon. Ich habe keine Fackel mehr. Ich muss eine neue Fackel bauen. Oh, Hilfe, Hilfe. Entschuldigung. Verzeihung. Au. Ey, hallo? Was ist denn das für ein unangenehmes Wesen?
So eine Waldknarzhexe. Oh. Shoot. Oh mein Gott. Eieieiei. Tschüss. Die war nicht ungefährlich. Die Person. Aber ich habe mich tapfer geschlagen. Das war natürlich ganz überraschend. So, wo war die jetzt hier? Hier irgendwo hat die was. Ah, nein. Was? Hier ist gar nichts. Ah, was ist das? Ein... Ah ja, klimpernder Wort. Oh, und hier... Hey, Yappidu. Oh, shit. Ah, und... Ja, nee, 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 nee. Okay, alles klar. Drei gleich. Oh, okay, vielleicht nicht unbedingt die beste Idee, gegen die zu kämpfen. Alleine! Blutung aktiviert. Eieiei. Jetzt haut er ab. Schiss bekommen. Mit seiner Schleimpeitsche. Auch ein bisschen mehr Ausdauer. Nein, 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 nein. Ey, nee. 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 Vergesst es. Hallo? Nein. Die haben sich einfach wieder erholt. Die sind zurück ins Unterholz gestiefelt. Miese Geschichte. Wirklich wahr. Jetzt bleibst du stehen. Ja, Wolski. Ja! 15 Erfahrungspunkte. Und Loot? Knorrige Wurzeln. Ja, die anderen haben es aber überlebt. Sehe ich das richtig? Ja. Die haben sich einfach erholt. Frechheit. Oh. Ich schaff's immer nur einmal zu schlagen, sonst kriege ich hier... Also ich weiß, es gibt eine Combo, aber das ist zu gefährlich. Aber jetzt nicht wieder abhauen, bitte. Ja, sauer, der ist verendet. Ich finde, ehrlich gesagt, ich bin recht mutig. Oh, lieber einmal zurückweichen. Nicht gierig werden! Ja, hier, das war richtig stark von uns. Das war richtig stark. Erfahrungspunkte, Loot ohne Ende. Ich muss jetzt langsam mal den Lehrermeister aufsuchen, der mir so ein Level abgibt. Also ich meine, oh, noch nur so eine, oh Gott. Wie viel, jetzt schon wieder drei. Oh, vier. Vier ist vielleicht ein bisschen zu viel. Auch wenn ich das Gefühl habe, ich bin mittlerweile schon so eine richtige Killermaschine aufgestiegen. Alle bluten. Aha. Das ist ja fantastisch. Ich darf nur nicht irgendwo rückwärts gegenlaufen, wo ich nicht mehr ausweichen kann.
Nicht abhauen jetzt wieder. Doch, der haut ab. Scheiße, ne. Oh, jetzt hauen die alle ab. Das ist mies. Ne, das ist blöd. Aber gut, es gibt ein paar Erfahrungspunkte. Oh, Irrlichter. Wo ist mein Loot? Da. Ja gut, ich werde jetzt erstmal wieder runtergehen. Dann haben wir ein bisschen Kampferfahrung gesammelt. Jetzt sollen wir wieder mit irgendwem reden, ne? Hast du das Holz dabei? Ich habe das Holz dabei. Jetzt kommt die richtige Arbeit. Hier, nimm den Holzspalter. Komm mit. Mit Spalten kenne ich mich aus. Der linke Baumstamm gehört dir, der rechte mir. Nimm die Axt in die Hand, benutze den Baumstamm, dann legen wir los. Okay. Ich brauche einen Holzspalter. Ist das nicht eine Axt? Ist ein Holzspalter nicht eine Axt? Und nun? Entschuldige, das ist doch... Was muss ich das mal checken? Ja, ich versuche ja. Was ist denn für dich da? Das ist der Holzspalter. Hände ein Stück auseinander, steiler Winkel, kräftig ausholen. Ja, das schaffen wir doch. Ja, guck mal hier. Er hat eine richtige Leidenschaft fürs Holzhacken. Ja, er erzählt auch gerne. Lass uns mehr arbeiten und weniger reden. Drei Leute sind abgehauen. Finlay, Cassia und dann noch Gero. Mhm. Die Namen merken wir uns. Und mit uns meine ich, ihr merkt euch die, okay? Oh, wie gut wir sind. So, jetzt reden wir die ganze Zeit. Haben die Hoffnung verloren. Das Ruinenlager, okay. Er hat doch irgendeine persönliche Rivalität mit dem Holz. Da ist doch irgendeine Geschichte dahinter. Was hat er mit dem Holz? Was ist da los? Hm. So, und den nächsten. Jetzt haben wir ein bisschen was erfahren. Oh, er war Arena-Kämpfer. Mit Fäusten gekämpft, aha. Ein alter Arena-Kämpfer. Warum bist du jetzt kein Kämpfer mehr? Ach, der Körper macht nicht mehr mit, okay. Freut er sich. Sie hieß Sorcha. Wenn ich nicht in der Arena war, war ich in ihrem Bett. Und dann habe ich mir eingeredet, dass daraus mehr werden könnte. Ja, ich war scheiß dämlich, blind, wollte aufhören zu kämpfen und bei meinem letzten Kampf kam sie nicht. Auch danach nicht. Dann habe ich sie gefunden. In den Armen des verdammten Gra, ein anderer Kämpfer, starker Typ. Oh, was hast du dann gemacht? Was denkst du denn? Wollte Gra erwürgen. Das war vielleicht etwas überhastet. Er hat mit seiner Axt Snaga Kleinholz aus mir gemacht. Und dann waren er und Sorcher weg. Mm-mm. Danach hatte ich die Schnauze voll von der Arena und dem Ruinenlager. Ziellos durch Drova gezogen, wurde dann von Reißern gejagt und bin hier gelandet. Genghis hat mir eine Chance gegeben. Jetzt bin ich hier einer der Holzfäller. Ist nicht wie ein so schöner Arena-Kampf, aber nach einem langen Tag weiß ich trotzdem, was ich geleistet habe. Oh, das ist eine bewegte Geschichte. Lassen wir die Vergangenheit ruhen, es ist noch viel zu tun. Holzhacken. Das Ding wird langsam stumpf. Nimm einen Schleifstein und führe ihn an der Klinge entlang. Schleif weiter. Aber genug von mir, was hast du denn hier vor? Ich, das ist ja eigentlich mehr reden als Holzfällen. Ich muss noch Nemeton.
Hals an. Ist das nicht langsam genug Holz? Ja, das glaube ich auch. Ja, Chengis gibt uns Ausrüstung. Mit denen haben wir auch schon gesprochen. Wir haben einige Dinge schon vorgezogen. Okay, dann. Unabhängige Höfe, aber auch Plünderer. Du könntest auf der anderen Seite des Flusses noch Höfe finden. Naja. Und es wird einfach knallhart weiter gehackt. Oh, plus 1 Stärke. Und Spurt erlernt. Ah. Okay. Jo, ich kann nicht Holz kaufen. Bring mir was bei. Was willst du? Ah, sehr gut. Ja, Stärke, oder? Guck mal, wir haben 30. Nee, was? Attributslimit ist 30. Wir haben 4 Lernpunkte. Dann gehen wir noch mal auf Stärke 10. Und du bist stärker geworden. Erkenne dich an deiner Statur und deinen Oberarmen. Gute Arbeit. 4 Stärke zugewonnen. Ich geh noch mal. Sehr schön. Ja, das ist doch hervorragend gelaufen. Stärke 10. Jetzt haben wir auch 20 Kampfkraft. Das bedeutet, wir können dann, also erstmal können wir Spurt da reinhauen, genau. Das heißt, wir können Schwertkampf irgendwann lernen. Hier gibt's, jetzt haben wir natürlich zweihändig gemacht, ne? Das wäre dann eher das hier, einfacher Axtkampf. Können wir dann mit Grund, also noch 5 Dinger müssen wir lernen. Dann haben wir hier Grundkampfkraft 20. Wo ist die Wendigkeit? Ja, die Wendigkeit, die muss man natürlich auch im Auge behalten. Keine Frage. Die Wendigkeit. Ja, also, ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir mal eine kleine Pause mit Drova. Ich finde, das ist ein sehr schönes Spielchen. Ich mag so diese liebevolle Pixeloptik. Und es gibt durchaus eine Tiefe hier. Man kann leveln und looten, man kann quatschen. Es gibt viele NPCs. Ich glaube, da steckt ein richtig schöner Titel dahinter. Probiert das doch mal aus, wenn ihr Interesse habt. Drover gibt es auf Steam, bei GOG, verschiedenste Portale. Ich glaube, das kann auch ein schöner To-Go-Titel sein. Steam Deck oder ich weiß nicht, ob es das auf der Switch gibt, ehrlich gesagt. Aber falls es das auf der Switch gibt, finde ich sowas ja auch einen sehr, sehr schönen Switch-Titel. Switch. Freue mich über Feedback. Wie hat es euch gefallen? Mögt ihr so Spiele? Und wenn ja, warum? Gibt's für alle Plattformen. Sehr gut. Heißt, gibt's auch für Switch. Verzeihung. Schaut euch das an. Ciao, Leute.